Wie lange tragen Hunde und wie ist ihr Trächtigkeitsverlauf? Wenn du auch gerne mehr über Hunde erfahren möchtest, dann mach jetzt gerne das Plus weg. Eine Hündin ist durchschnittlich 58 bis 68 Tage trächtig. Am ersten Tag, wie kann es auch anders sein, wird die Eizelle befruchtet. Zwischen den 8. und 15. Tag entwickelt sich das befruchtete Ei zu einem erkennbaren Embryo. Ab dem 16. Tag verteilen sich die Embryonen gleichmäßig in den Gebärmutterhörnern. Die Gebärmutterhörner sind zwei schlauchförmige Fortsätze, in denen die Welpen nun den großen Teil der Schwangerschaft liegen. Ab dem 20. Tag entwickelt der Embryo Ansätze für Vorder- und Hinterbeine und beginnt den Kopf nach vorne zu neigen. Ab dem 30. Tag ist die Trächtigkeit so weit fortgeschritten, dass man durch eine Ultraschalluntersuchung die Fruchtanlage erkennen kann. Ab dem 38. Tag entwickelt sich jetzt auch schon das Fell und die Fellfarbe. Am 45. Tag wird es für die Kleinen galaktisch gut. Denn der Fötus hängt wie ein Astronaut im Weltall an der Nabelschnur und bewegt sich frei in der Fruchtblase. So ist dieser besser vor Stößen gewappnet. Ab dem 56. Tag sind die Welpen schon so weit entwickelt, dass eine Geburt ohne weiteres möglich wäre. Ab dem 56. Tag sind die Welpen schon so weit entwickelt, dass eine Geburt ohne weiteres möglich wäre. Der Nestbau der Hündin findet häufig am 60. Tag statt, also so kurz vor der Geburt. Hat dir das Video gefallen? Dann zeige uns das gerne mit einem Herz und folge uns!